Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Starbase Startopia. Und wir befinden uns jetzt in der zweiten Mission von den Kampagnen. Sozusagen, wir hatten ja erst das Müllimperium gemacht und jetzt können wir machen virale Vegetation. Und das machen wir auch. Wir machen den Schwierigkeitsgrad Commander wieder. Das ist der mittlere, ne? Genau. Und ja, fangen einfach mal direkt an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Legen wir mal los. Command R, ich möchte Sie zum erfolgreichen Bezwingen des ersten Testszenarios beglückwünschen. Nur ein kleingeistiger Subprozessor würde anmerken, dass es in der vorangegangenen Mission keine Niederlageoption gab. Wenden wir uns nun dem zweiten Testszenario zu. Diese simulierte Startopia Station befindet sich in der Umlaufbahn von Jupilberry 3. Zu Jupilberry 3 ist Folgendes in der intergalaktischen Datenbank vermerkt: ein fruchtbarer Dschungelplanet, dessen Bewohner oft in Kriege verwickelt sind, weil die andere Seite des Planeten immer noch ein bisschen grüner zu sein scheint. Commander, in diesem Testszenario geht es darum, das Biodeck auf Startopia adäquat zu formen, um Ressourcen abzuernten und diese teilweise in Fabriken auch weiterverarbeiten zu lassen. Zudem sind in dieser Gegend diverse Krankheiten geläufig. Sie sollten also über eine veritable Krankenstation verfügen. Nun denn, Commander, legen Sie los und zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Laut meinem Scanner übrigens 60% Wasserstoff, 25% Sauerstoff, 10% Kohlenstoff und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Okay, so da oben gucken wir mal. Gräsianer arbeiten in der Krankenstation, Dryaden arbeiten auf einem Biodeck, Platz für Crates zum Einlagern, damit sie nicht kaputt gehen. Okay, einen Frachter brauchen wir. Fabrik stellt aus Ressourcen Kratzobjekte und Räume her. Und Krankenstation, okay. Gut, wir fangen einfach mal an. Bin gespannt. Okay, wir haben gar nichts. Ihre Begrüßungsprotokoll. Willkommen im zweiten Testszenario, Command R. Wie schon eingangs erwähnt, haben Sie hier nun Zugriff auf das Biodeck, um Pflanzen anzubauen und Ihren Besuchern eine heimelige Atmosphäre zu erschaffen. Okay. Rechnen Sie in diesem Szenario auch vermehrt mit kranken Aliens an Bord, deren Nichtbehandlung in einem verfrühten Ableben enden kann. Und das wäre schlecht. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Okay. Commander, Sie haben im letzten Testszenario akzeptable Arbeit mit den Bomben geleistet. RFS ist der Meinung, dass solche Trivialitäten belohnt werden müssen und zwar über einen virtuellen, feuchten Händedruck hinaus, also wird Ihnen hiermit eine Recycling Station Crate zur Verfügung gestellt. Also nett. Huch, da komm ich gar nicht rein. Raus da. Commander, nicht, dass ich an Ihren geistigen Fähigkeiten zweifeln würde, aber vorsichtshalber möchte ich Sie auf die äußerst banale Logik hinweisen, dass mehr angestellte Dryaden schneller dafür sorgen würden, dass Sie die benötigten Ressourcen zusammenbekommen, da diese neue Pflanzen ansehen und ausgewachsene Pflanzen abernten. Okay, gehen wir auch gucken, ob wir ein paar Dryaden hier engagieren können. Das machen wir dann mal. Wir gehen mal auf LX, um zu sehen, wen wir da so haben. Und wir brauchen Dryaden. Die werden wir einfach mal engagieren. Einstellen. Commander, einstellen. Durch das Anstellen einer Dryade wird Ihr Biodeck nun gepflegt und produziert Rohstoffe. Dies ist zwar dringend nötig für die Absolvierung dieses Testszenarios, trotzdem war ich nicht sicher, ob Sie dies erkennen würden. Mein Evaluierungsprozess scheint etwas zu pessimistisch zu sein, was Sie betrifft. Also man wird hier echt nur geroastet von dem Computer, aber naja, was soll's. So, wir bauen uns erstes mal hier an die Krankenstation. Ich hinkriege. Koyen auch, ja. Busiladestation, Röhrenlift, Kommunikationszentrale, Wachtraum. Ich baue jetzt eine Krankenstation. So, wir können auch direkt. Was steht da? Eine Tür, zwei Diagnosen, zwei Medikamente. 9 Wartezimmerstühle, 11. Das ist auch ein bisschen. Wir müssen erstmal ein einfaches Ding bauen, wir erstmal. Das stellen wir direkt hier hin. So, das können die erstmal bauen. Achso, ja. Die Tür muss am besten hier hin, ne? Zack. Geht das nicht? Warum nicht? Achso, da könnt ihr. Warte, muss doch hier hinkommen. Warum geht denn das nicht? Hä? Warte mal. Da muss eine Tür rein. Ah, wir haben schon eine Tür. Achso, deswegen. So, sollen die mal bauen? Wir machen auch noch. Ja, warte mal. Gut, also die sollen sie mal bauen, unsere Fuzzies. Wir werden auf jeden Fall eine Fuzzy-Dingstation bauen. Wir brauchen einen Frachtraum noch. Gucken wir mal ganz kurz, was wir noch haben da. Fuzzy-Ladestation, die baue ich auf jeden Fall, wenn unsere Fuzzies auch immer frisch sind. Ich sehe, dass sie eine Krankenstation haben errichten lassen.
Spekulieren Sie darauf, dieses Szenario auch ohne Koje zu bewältigen? Ich bin sehr gespannt. Nein, ich werde natürlich auch eine Koje bauen, mein Gott. Er ist aber auch, die sind da auch ein bisschen pessimistisch, die Guten, ne? So, pass auf. Und das Ding stellen wir hier auf die andere Seite. Und zwar direkt da gegenüber hin, oder? So. Bauen. Gut, das haben wir auch gestellt. Jetzt fehlt uns ja irgendwie noch... was fehlt uns denn noch? Die Fangstation sieht ja schon mal sehr vernünftig aus. Wir müssen auch hier so ein... Kommen wir nicht drum rum. Verbinde die verschiedenen Decks miteinander, haben wir ja dann einen Röhrelift. Kommunikationszentrale, die brauchen wir auch. Die kommt einfach direkt hier hin. Daneben. Geht, ne? So. Die Frage, ob wir auch den Raum erweitern können. Das können wir anscheinend noch nicht, ne? Doch, können wir. Ich mach das einfach mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz gleich. Liegt auch über Müll rum. Also wird auf jeden Fall eine Recyclingstation hier hinbauen. Das machen wir auf jeden Fall. Da. So. Sieht doch schon besser aus. So, unsere Leute arbeiten hier. Und wir müssen gucken, dass wir... Commander, ich möchte Sie noch einmal auf die komprimierte Karte an der Seite hinweisen, wo unter anderem das Biodeck angezeigt wird. Bitte begeben Sie sich doch einmal dorthin. Ich bin noch auf dem Biodeck. Was sagt denn da an? Nicht genügend Arbeiter. Ihnen mangelt es an Gresolane Arbeitern für den Raum Krankenstation. Ah, okay, stimmt. Dann sollten wir die auch mal einpacken, sonst haben wir mich... Dem ist das ja gar nichts hier. So. Die Kojan, da wollte ich gar nicht hin. Und da ist die Krankenstation. So, wir holen ein paar an. Kirisluyana da. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie so von diesen Kojan, diese Roboter-Dinger, welche hier, die hier rumlaufen. Da Müllbotter. Machen wir mal hier einen hin und hier auch noch einen hin. So. Und wir machen auch noch mal ein paar Luftfilter, wenn das funktioniert. Obwohl, es sieht noch alles clean aus hier, da brauchen wir gar keine Luftfilter. Hier drüben sieht es nicht so gut aus. Machen wir doch einfach hier einen hin, pass auf. Das passt ganz gut neben dem. Und was brauchen wir noch? Warte. Okay, Röhrenlift haben wir. Was ist das denn hier? Fabrik. Ja, das brauchen wir auch, eine Fabrik. Dafür müssen wir nachher was herstellen. Das ist die Fabrik, stellen wir hier hin. So, unser Stromambiente wird langsam echt schlecht. Wir hoffen mal, dass die ganzen Ausländer uns ein bisschen was bringen hier. Sonst wird das echt ein bisschen blöde. Hier müssen auch Leute rein. Machen wir. So, und da müssen die Telgors rein. Commander, Sie haben es geschafft, eine Fabrik zu errichten. Bemerkenswert, wenn ich Ihre bisherigen Leistungen in Betracht ziehe. Commander, Ihre Ärzte haben soeben erfolgreich den ersten Besucher behandeln können. Sehr gut. Ich denke, das ist akzeptabel. So, ich will noch ein paar, ich will noch so ein Roboter, hier so ein, da so ein Müllbotter haben. Den stellen wir auch nochmal hier einen hin. Damit doch alles so ein bisschen seinen Gang hat. Oh, wir haben, wenn ich sehe, haben wir echt nicht mehr viel Strom da, also die Energie. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Leute mehr. Ich habe auch keine Lust, den Müll selber zu sammeln, muss ich zugeben. Aber was soll's. So, da wird auch Energie hergestellt durch, ne? Gut. Was fehlt uns denn noch? Die werden alle behandelt. In den Kojan sind auch ein paar Leute drin. Wir können mal ganz kurz gucken, was die so von uns denken hier. Machen wir auf RB. Guck mal. Wartezeit, Gesundheit, Gesundheit, Wartezeit. Das ist alles ein bisschen blöd. So, haben wir jetzt überall auch Leute am Arbeiten? Hier in der Fabrik wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal.
Okay, ist noch nicht ganz fertig. Da müssen ja die Ressourcen noch eingelagert werden, die vom oberen Deck. Gucken wir mal, was sie hier so finden. Da. Noch was? Das ist nicht so viel gerade. Aber es ist ja okay für uns. Wir gehen mal runter. Kann ich jetzt direkt in die Fabrik auch bringen? Oder muss ich dafür... Ich mache es einfach mal. Ich lege ihn mal hier rein. Kann ich nicht. Commander, einer ihrer Besucher hat aus Versehen einige Krells mit Garbage vergessen, die zwar als Delikatesse gelten, aber gleichzeitig hoch ansteckende Krankheitserreger in sich tragen und bei Nichtbearbeitung zu spontaner Explosion neigen. Was? Wenn Sie eine Virenexplosion an Bord verhindern wollen, dann sollten Sie die Objekte entfernen. Wo sind die denn? Commander könnten dies allerdings auch ausnutzen. Und wo hat er die gelassen? Oben? Ah, da, okay. Mehr davon? Das ist der einzige, ne? Ne, da ist noch eine. Oh, okay. Ja, das war's, ne? Okay, wie können wir die denn, können wir die in die Mülldeponie bringen? Geht das? Okay, kann man anscheinend benutzen da drin. Ist also nicht so verkehrt. Na gut, wir müssen jetzt aber noch die kranke Aliens machen, weil in der Fabrik müssen wir Schaltkräfte produzieren. Anwerben für Dummies, Dryaden 2. Okay, in die Kommandozentrale müssen ja auch Leute rein. Und da packen wir dann die Bagratorianer rein. Wie heißen die? Bagratorianer, irgendwie so. Da sind wir hier unten, die sehen auch motiviert aus. Ah. Die da hingehen, dann haben die auch schon mal was. Also wir brauchen noch so eine Lagerhalle oder sowas, ne? War das nicht das? Frachtraum, da. Da kann der hin, der Frachtraum, okay. Commander, ich möchte Sie darüber informieren, dass Sie bereits ein Drittel der geforderten Aliens erfolgreich behandelt haben. Ah, sehr gut. Ich gehe davon aus, dass Sie sich jetzt fast schon kompetent vorkommen. Commander, schön, dass Sie es nun auch endlich geschafft haben, einen Frachtraum zu errichten, damit die Fuzzies dort Waren einlagern können. Andere Testsubjekte haben in der Zeit das Szenario abgeschlossen. Aber ich will Ihre minderwertige Leistung keineswegs herabwürdigen. Nur also die ist wirklich arschig, die Tante, oder? Na gut. So, wir gehen nochmal hoch. Ich sammle das kurz ein, was ich hier finde. Könnten natürlich auch meine Leute machen, aber das machen sie ja nicht anscheinend. Die sind nämlich zu langsam dafür. Deswegen machen wir das. Weil dadurch ist die Ware verdirbt, ne? Kernsanierung. Commander, mir ist aufgefallen, dass die Krankenstationen auf Startopia nicht vollkommen zufriedenstellend arbeiten. Meine schlechte Ideenprozessor kann Ihnen sicherlich weiterhelfen. Wissen oder recherchieren? Diagnoseeinheit. Die Chance von 10% einer Krankheit sofort zu diagnostizieren. Diagnoseeinheit. Diagnosen dauern dreimal so lang. Mediplikator. Gehalt der Aliens haben eine Chance, 5% sofort ihre gesamte Energie herzugeben. Diagnoseeinheit. Daran wird die Fähigkeitswerte des Arztes für 10 Sekunden. Okay. Aber trotzdem mal. Wie Sie wünschen, Commander. Ich kann diese Wahl zwar nicht gutheißen, aber es ist Ihre Beerdigung. Oh, so falsch war das, glaube ich, nicht. So. Nein. Wo sind sie jetzt hingeflogen? Mein Gott, ist der ganze herüber gebeamt. Warum dann? Wir fahren auch noch rein. So. So. Commander, Sie haben bereits die Hälfte der zu heilenden Aliens kuriert. Eine akzeptable Leistung, wenn man die Zeit ignoriert, die Sie dafür gebraucht haben. Wir müssen Nahrungsmittel haben. Ist halt die Frage, sind das Nahrungsmittel hier? Nahrungsmittel, gut. Die müssen wir haben, die grünen. Die Frage, aus was werden die Nahrungsmittel gemacht? Hier aus denen? Nein, da gibt es das, okay. Okay, was hier, die Nahrungsmittel? Ja, machen wir mal. Müssen natürlich neu gepflanzt werden, ne? Aber
Ja, die produzieren das ja. Was produziert diese denn hier? Pflanze, Mineralien. Na gut, müssen wir mal kurz warten. So, lagern wir das kurz ein. So, zweimal haben wir auf jeden Fall schon eingeladen, zwei Nahrungsmittel. Jetzt sind noch ein paar andere Sachen. So, was soll man hier produzieren? Mineralien, was soll man produzieren? Schaltkreise, okay. Wir gucken mal, ob wir Schaltkreise machen können. Ah, Schaltkreise. So, 1, 2, 3, 4, 5. Räume voller Fracht, okay. Commander, irgendwas scheint mit den Frachträumen auf Statopia nicht zu stimmen. Sie sollten doch eigentlich mehr bieten, als nur Ressourcen zu lagern. Glücklicherweise kann meine hochexplosive Forschungseinheit Abhilfe schaffen. Lukrative Leere. Pro leeren Platz plus 10 Energie alle 60 Sekunden. Pro belegten Platz minus 5 Energie alle 60 Sekunden, okay. Pro belegten Platz, 10% alle 60 Sekunden. Commander, ich stelle fest, dass das mit den zu behandelnden Aliens in angemessener Geschwindigkeit läuft, wenn man die Umstände berücksichtigt. Mit Umstände meine ich sie, falls ihnen dieser Seitenhieb wie alle Seitenhiebe zuvor entgangen sein sollte. So, wir haben das mal gemacht, weil wir haben ja mehr leere Plätze als volle Plätze. Deshalb kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Punkte zu. So, was brauchen wir noch da? Müll zur Mineralrohstoff. Wir müssen ein paar Mineralien holen. Die können Sie ja von hier holen, ne? Wir können nochmal oben auf dem Dings gucken, ob wir da Mineralien bekommen. Ansonsten ernten wir uns die einfach ab hier. Schmuggelware nehmen wir auch mit. Da ist noch mehr Schmuggelware. Da ist auch noch was. Sauerstoff. Okay, nehmen wir auch mit. Was ist denn hier drin? Okay, wir haben schon genug Leute hier. Mehr können wir nicht einpacken. Gut, zurück. Und rein damit. So. Kann es weiter produziert werden? Denke ich mal. Wir haben einen Schaltkreis bis jetzt reinbekommen. Hier fehlen uns Arbeiter. Wo sind die alle hin? Machen sie sich einen Urlaub hier? Wir haben erfolgreich mehrere Pflanzen geerntet. Offensichtlich haben die zahlreichen Ausbildungsjahre bei ihnen Wirkung gezeigt. Commander, ein sehr krankes Alien mit einer schweren Form von Lopoliotis ist auf der Station angekommen. Sie sollten sich darum kümmern, dass dieser Besucher schnell behandelt wird, da die Krankheit höchst ansteckend ist. Verhindern Sie auf jeden Fall, dass Ihre Besucher zu Schaden kommen. Versuche ich. Hier heuen wir ein paar mehr an. Resulana. Na komm. Das ist immer so ein bisschen, das dauert alles ein bisschen immer. So. Muss ein bisschen mehr leisten jetzt hier. Okay. Der ist das. Was mache ich mit ihm? Ich kann ihn rauswerfen lassen. Was kann ich noch machen? Wir werfen ihn raus. Sonst steckt er uns alle an. Ist vielleicht besser, oder? Ich hoffe, es kommen auch welche und schmeißen ihn raus. Sonst wird es echt ein bisschen kritisch für mich. Schmeiß ihn raus, Leute. Wir brauchen den nicht. Fabelhafte Fabrik. Commander, die Fabrik konnte sicherlich effizienter genutzt werden, als es aktuell der Fall ist. Meine Logik, Subroutinen haben zwei vollkommen sinnige und hilfreiche Ausarbeiten gedacht. Welche würden Sie bevorzugen? Am Material gespart. Benötigte Materialkosten werden halbiert. Bei Fertigstellung einer Ware eine Chance, dass Commander, die Fabrik einstören lässt. Gabesch werden bald explodieren. Keine Rücksicht auf Verluste. Fabrikprofession einer Ware. Ah, machen wir das. Ihr Wunsch ist meine Exe-Datei, Commander. Noch mehr? Nee. Warum wird er nicht rausgeworfen, der Heini?
Können sie den noch heilen? Vielleicht können sie den auch heilen. Mal gucken. Wenn jetzt da drin ist, kann ich den Rauswurf auch abbrechen. Okay. Gut. Wir müssen den anderen Kram hier Müll bringen, zum Müll bringen. So. Okay. Hier heuern wir noch ein paar an. Wenn es ganz so leer aussieht. Na komm. Aber sie haben alle einen Job. Ich kann auch nichts machen bei dem, ne? Was kann ich denn hier machen? Was steht da denn? Für die durch galaktischen Zoll gebundene Schmuggelware musste 2000 Energie gezahlt werden. Ach was. Sehr ehrlich. So, wir gehen noch nach oben, gucken, was wir da noch finden. Guck mal hier. Hab ich jemanden eingesammelt. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Was? Warum? Warum hat er gekündigt? Der Angestellte Kuhn hat gekündigt. Grund Hunger. Diese Art von Benachrichtigung können wir den Rest der Partie nicht mehr anzeigen. Sag ich mir mal. Okay, vielleicht brauchen wir ein bisschen was zu essen hier. Kann das sein? Ich gucke mal auf unsere Essensrabattsachen. Was denn da jetzt gerade drin steht. Wut, Ereignis, Kriminalität, Ereignis. Okay, das habe ich gemacht. Okay, warte mal. Das... Sie haben es tatsächlich geschafft, Ihren schwerkranken Besucher heilen zu lassen. Gut, natürlich haben Sie überhaupt nichts gemacht. Bestenfalls waren es Ihre Angestellten, Gray, aber immerhin. Okay, er ist mal wieder geheilt, das ist schon mal gut. Gut, und wir müssen hier noch ein bisschen was zu essen hinpflanzen, das machen wir jetzt auch. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Noch ein Angestellter? Ups, nicht so gut. Oh, guck mal hier. Aber wir müssen noch irgendwas zu futtern haben hier. Warte mal, ich geh mal kurz in die... Ich bin fasziniert davon, dass Sie Atmosphärefilter errichten. Ich persönlich halte diese für eine absolute Verschwendung. Sauerstoffbasierte Lebensformen sind so unflexibel. Theoretisch müssen wir doch hier ein bisschen was reinbauen können. Auf. Das geht gar nicht, ne? Das ist natürlich total dumm gebaut gerade, was soll's. Ich könnte ja trotzdem was am Anfang. Guck mal. Wenn die alle jetzt Hunger bekommen, wäre natürlich schlecht, ne? Aber wir können noch so ein Kojen-Ding bauen. Hier so ein Ding bauen, warte mal. Machen wir einfach mal. Gehen wir rein. Dann bauen wir uns das selber. So ein Kojen-Ding. Ja, wir bauen es uns selber. Wir nehmen das freie Bauen. Und dann setzen wir es mal hier hin. Da. Da kann die Tür hin. Und. Commander, gerade eben ist ein schwer krankes Alien an Bord gekommen, um medizinische Versorgung zu erhalten. Mal kurz hier die Stasiskammern hin. Und jetzt? Ah, ein Ding zum Saubermachen brauchen wir auf jeden Fall. Und dann machen wir... Hier, die Dinger. Schön, was zu futtern. Und hier noch was zu trinken. Stehen wir auch mitten im Weg. Ist eigentlich egal, wie es aussieht, oder? Gut. Bestätigen. So, gucken, wo ist das schwerkranke Alien da? Naja, es kann doch da geheilt werden vielleicht. So, müssen wir hier hochgehen, ein paar Sachen einsammeln. Eventuell. Wir haben also schon passiert, uns fehlen noch Nahrungsmittel. Aber die kriegen wir doch auch hier. Sieht auf jeden Fall so danach aus.
Das waren diese Dinger hier, ne? Die ersten Mineralien, das waren Nahrungsmittel. Wir müssen da ein bisschen umstrukturieren mal hier. Was machen wir jetzt mal? So, pass auf. Commander, Crates mit Garbage werden bald explodieren und zahlreiche Aliens infizieren. Die hier an den Pflanzen generieren Sauerstoff. Dann sorgen für Fasern. Sorgen für Nahrungsmittel, okay. So, machen wir ein bisschen mehr hier. So ein bisschen Nahrungsmittel, ein bisschen mehr wachsen. Ja, das ist auch gut. Perfekt. So, ein bisschen schnell die Dinge aufsammeln, bevor hier irgendwas explodiert. Da. Ah. Sammeln ein. Machen wir noch mehr von denen? Nee. Können wir direkt hier reinschmeißen. So. Guck mal, das ist doch hier, sieht doch ganz gut aus. Also ich hoffe jetzt, dass sie sich ein bisschen erholt haben und die Leute sich jetzt freuen darüber. Ein bisschen mehr Essen haben und so. Mal gucken. Trinken. Ah, leckeres Sushi. Okay, ich bin wütend. Okay, Wut. Kann man. Wartezeit. Ja, Wartezeit kann ich nicht ändern, ne? Das ist das Problem. Man kann nicht noch mehr bauen, ne? Aber wir haben ja jetzt nicht so viel Kohle mehr. So viel Energie. Das heißt, so viel können wir da nicht mehr bauen. Und wir haben es ja auch schon fast geschafft, ne? Ein paar mehr anwerben können, die also ein, zwei mehr arbeiten. Los, komm. Zack, zack, zack. So. Hier fehlen uns auch Arbeiter. Sonst passiert ja auch nichts, ne? Dann Recycling. So, gucken. Das dauert immer so lange, ne? Das nervt mich wirklich. Wie lange das dauert, bis er da hinspringt, das ist schon sehr extrem nervig. Huch. So. Und Volldampf laufen. Was hiermit? Ja, sieht gut aus. Sehr zufrieden. Alle mögen das. Gut, wir gehen mal nach oben und gucken wegen den Nahrungsmitteln, ob sich da irgendwas getan hat schon. Zwei, wollen wir die abernten? Hier ist auch noch eine Commander, Pflanze. Gerade eben ist ein schwer krankes Alien an Bord gekommen, um medizinische Versorgung zu erhalten. Theoretisch könnten wir aber. Wollen wir hier auch nochmal machen? Guck mal, können wir hier noch eine Pflanze hinstellen irgendwann? Das ernte ich auch mal kurz ab. Gehen wir runter und pack das da rein. Okay, das ist noch was alternative Atmosphäre. Hallo zu Gino Nebel. Anstieg von Wut bei Aliens wird halbiert. Okay, Atmosphäre, Leistung 50 von Aliens im Wirkungsbereich haben alle 60 Sekunden eine Chance. Okay. Wir machen das trotzdem mal das erste. Commander, ich werde schnellstmöglich meine Fuzzies damit beauftragen, das Halluzinogen in die Luftschächte von Startopia zu leiten. Sie werden sehen, wie wundervoll es wirken wird, bevor Sie auch nur Neurotoxin sagen können. So, den können Sie bestimmt heilen da. Kann ich ein Gedanken schwer kranker machen. Besucher wurde erfolgreich geheilt, Commander. Siehste, so geht's. So, jetzt fehlen uns noch drei Ressourcen eigentlich nur, um das Ganze zu schaffen hier, ne? Das können wir, das wollen wir noch nicht enden, aber könnten wir. Können auch das Ding enden. Ich mach das mal. Vielleicht kriegen wir das dann schneller hin, deswegen machen wir das hier auch nochmal. Ja, guck mal, haben wir doch alle drei, oder? Können wir das nicht jetzt hier reinpacken? Und 10. Glückwünsche sind angebracht, Commander.
Sie haben sich auch in diesem Testszenario einigermaßen wacker geschlagen. Chapeau, ich werde Ihre mittelmäßigen Taten sofort im Mahnmal der Schande vermerken. So nenne ich Ihre Personalakte, Commander. Das müssen Sie nicht verstehen, es ist ein amüsantes Datenpaket, das zwischen meinem Sarkasmusprozessor und meiner Evaluierungskoroutine hin und her geht. Okay, also muss schon sagen, die Mission hier war jetzt nicht gerade so schwierig, gebe ich zu, aber es ist schon sehr, sehr witzig gemacht, das Ganze, ne? Muss man sagen. Also diese Ironie, die dabei ist, das macht schon Spaß. Ja, vielleicht seid ihr bei der nächsten Mission dabei. Für heute ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem nochmal gefallen. Wie gesagt, das Spiel könnt ihr jetzt im eShop kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es davon auch eine Retail-Version gibt, ich denke aber schon. Müsst ihr alle selber entscheiden, wie ihr es findet. Ist natürlich etwas abgespeckt im Gegensatz zur Steam-Version oder beziehungsweise PC-Version oder der anderen Version. Das ist ein bisschen schade, aber es muss natürlich auf die Bedürfnisse der Switch angepasst werden. So, vielen Dank und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.